Hallöchen, mein Name ist Dörte und du bist hier auf dem Kanal von Schönes Handgemacht Berlin gelandet. Ja, und du siehst es da. Ich habe bei Craftelier geshoppt und zwar im Black Friday, wie so viele von uns. Und ja, das ist so viel geworden, das passt hier ja nicht ins Bild. Und ihr seht schon, ich habe es ein bisschen sortiert nach Craftelier-Produkten und nach anderen Produkten. Und ja, denn ich möchte mein Wasserzimmer wieder ein bisschen umbauen. Im Januar habe ich ja schon angekündigt. Und ja, da das so viel ist, möchte ich das in zwei Teilen euch zeigen. Wie gesagt, einmal diese Craftelier-Produkte, die so eher nützlich sind. Und dann eben die Schnicki-Schnacki-Produkte. Und ja, wenn du Lust hast und mir dabei zusehen willst und neugierig bist, was ich gekauft habe, dann bleib gerne dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, also heute ist Samstagabend und wie gesagt, wir hatten einen wunderschönen Tag und ich möchte mir aber jetzt endlich meine Sachen angucken, die ich beim Black Friday bei Craft.de geshoppt habe. Ja, wenn ihr das Video seht, ist der glaube ich schon vorbei, keine Ahnung. Steht jetzt hier auch nicht drauf, wie lange der geht. Aber ich habe mir zum Beispiel diesen Desk Organizer gekauft. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich gerade jetzt habe. Ich habe hier so zwei Becherchen, wo ich das immer drin stehen habe. Da ist A immer zu viel drin und B sind die ein bisschen kippelig. Und dann habe ich hier noch sowas und überhaupt und ja, hier sowas hängt hier an der Wand und naja, oh, ihr seht schon, genau so ist das hier in meinem Bastelzimmer. Und das, also Zimmer, ich bin ja sehr privilegiert. Ich habe die Hälfte eines Zimmers, also unser Gästezimmer, ist hier mein Bastelbereich drin und den möchte ich komplett umgestalten. Unter anderem steht hier auch ein Pax drin. Also wer Lust hat, kann gerne mal unter Roomtours gucken. Ich war schon mal, also ich habe auch ganz klein angefangen. Im Wohnzimmer habe ich angefangen und dann hat sich das ja so entwickelt mit meinem Kanal hin und her, wurde ich immer größer, habe immer mehr Zeit in dem mit Basteln verbracht und deshalb bin ich irgendwann umgezogen. Also wir sind ja kinderlos und haben natürlich aber ein Kinderzimmer bzw. ein Gästezimmer und da ist jetzt so, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte, jetzt wird es noch mehr, mein Bastelbereich und ja, den möchte ich komplett nochmal umgestalten, einfach auch die Arbeitsflächen ein bisschen breiter und ich habe einen Pax zum Beispiel, da ist nicht nur Bastelzeug drin, der ist mir viel zu groß hier drin und, also ich möchte alles ein bisschen mehr beruhigen und verbessern. Ich habe ja rechts neben mir, habt ihr vielleicht ja schon mal gesehen, meine ganzen Stanzen und das Stempel stehen, auf dem Tisch stehen und das finde ich eigentlich doof. Und ich habe bei Kreativi, glaube ich, oder bei irgendjemand in der Roomtour habe ich gesehen, die meisten größeren Bastler haben ja Küchenunterschränke, auf jeden Fall mit großen Auszügen. Und da habe ich eigentlich vor, das dann verschwinden zu lassen, na wie auch immer. Das führt jetzt zu weit. Ich zeige euch auf jeden Fall meine Craftelier-Produkte. Und das ist hier das Erste. Das soll jetzt erstmal schon hier stehen und wie gesagt, diese Sachen hier aufnehmen. Und vielleicht, also hier ist auch mein Tischmülleimer. Ich denke jetzt gerade, also die Maße seht ihr ja hier. Kann den ja gleich mal auspacken. Also erstmal finde ich es total schön. Also warum Craftelier-Produkte? Da gibt es ja überall. Ist ja auch nur einfach Plastik und wird wahrscheinlich auch in China hergestellt. Aber ich mag dieses Mint auch sehr. Und ja, wie gesagt, hier werde ich jetzt hoffentlich dann meine, dafür ist das schon wieder zu groß, aber hier so ein paar Sachen drinstellen. Gucken wir mal machen. Und meine Basic-Sachen so. Gucken, ob das soweit erstmal passt. Also da muss dann, wenn es soweit ist, auch einiges aussortiert werden. Ja, aber eigentlich ist das schon mal der eine Behälter hier. Also da muss hier noch was raus. Und das ist der andere. Der andere hat eigentlich nur meine Scheren drinne. Und jetzt sind da auch ein paar Alkoholmarker. Aber ihr seht, was da alle drin geht. Ja, ich habe auch so einen klitzekleinen Scherentick. Könnte man auch mal welche aussortieren. Ja, aber so habe ich schon mal die beiden Behälter. Ja, mal gucken. Aber wer weiß, ne? Kann man ja alles nochmal gebrauchen. Erstmal schmeißt der Bastler ja nichts weg. So, und dann kann das schon mal. Eigentlich nach links wäre besser, aber egal. Ja, das passt schon mal gut dahin. Dann kann das schon mal weg. Sieht jetzt schon mal ein bisschen ruhiger aus. Das müssen wir noch mal gucken. Da kommen die großen Kleberflaschen rein. Ja, das stellen wir dann hier hin. So, dann geht das weiter, aber hier geht es ja eigentlich gar nicht schon ums Aufräumen, sondern ums Zeigen.
Das nächste passt aber auch ganz gut hier rein. Also wie gesagt, hier ist ja, sind ja meine Schwämmchen. Und da gibt es auch bei Kraft.de hier so ein Teil. Also das macht echt einen robusten Eindruck. Also der Kraft, dieser Spender, muss ich sagen, der war jetzt ein bisschen, habe ich irgendwie größer erwartet. Ich meine, die Maße stehen ja drauf. Ja, und das ist hier für diese Schwämmchen. Für diese Pinsel. Und der hier ist so ja von Kraft.de. Weiß ich gar nicht, oder ob man das hier drin steckt. Wisst ihr immer ja nicht, wie das gedacht ist. Ja, und das soll dann oben, das steht ja bei mir oben, hängt ja an dieser Wand, obwohl das soll eigentlich auch alles weg, aber ich wollte halt sowas haben, da kann ich ja hoffentlich auch meine Stifte drin stellen. So, ja, das geht auch. Dann ist das ein bisschen ordentlicher. So, ne? Ja, das kann ich eigentlich schön jetzt neben den Behälter stellen. Vorher war das ja diese beiden Körbe hier, die waren ja viel größer. Ne, das geht nicht drin. Also tatsächlich nur die Pinselchen und so eine Pinsel kann man dazwischen machen. Dann habe ich hier so einen Löffel, der ist eigentlich für Glitzer. Ja, den werde ich zu meinen Distress-Oxiden, werde ich die tun. So, dann haben wir das schon mal. Das werde ich dann, ja, das werde ich daneben stellen. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber kann ich euch dann mal ein Foto machen? Oder vielmehr, ich mache, wenn irgendwann mal das Bastelzimmer eines Tages dann neu ist wieder, dann zeige ich euch das. Das nächste ist, hat auch was mit den Distress-Oxiden zu tun. Das habe ich immer mal gesehen. Da kann man, ihr seht das hier, die passen da genau rauf. Holt. Ja, also dass man die dann beim Machen, können wir ja mal auspacken. Ah, cool. Ach so, das klebt. Aha, aber das ist nicht permanent klebend, sondern, ah ja, guck mal. Also das rutscht hier nicht. So, und dann kann ich halt, weil sonst, wenn ich hier mein Pad habe, dann rutscht das ja. Und hier jetzt, ne, rutscht da nichts mehr. Ja, cool. Lasse ich aber jetzt nochmal hier drin. Wie gesagt, eigentlich will ich das ja dann im neuen Bastelzimmer erst benutzen und nicht schon vorher einsiffeln. Obwohl, das muss ich mal gucken. Das lege ich auf jeden Fall auch erstmal zu meinen Distress-Oxiden. Da habe ich eine Schublade für. Ja, dann das nächste ist, ich habe ja eigentlich die, also ich habe ganz billige von Amazon, so mit Klebestreifen und die von, die sind hier von Stampin' Up. Aber ich will ja auch nicht auf mein Leben lang bei Stampin' Up bestellen. Ich habe eigentlich gehofft, ich glaube, dem ist aber nicht so, dass die höher sind als die Billigdinger. Nee, sind sie aber nicht. Und die sind auch nicht so hoch wie die von, nee, leider nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gab. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich glaube, die Verena hat auch einen Haul gemacht. Den habe ich mir aber nicht genau angeguckt. Da hatte ich schon bestellt. Also ihr seht jetzt hier, die links sind von Stampin' Up und die rechts sind die von Kraft.de. Die sind eigentlich ähnlich wie die, die ich sowieso benutze, von Amazon. Da habe ich so eine günstigen, die hier. Die sind aber noch dünner, glaube ich. Wartet mal, muss ich mal messen. Also die von Amazon sind zwei. Also vielleicht 0,21 oder so. Also, warte mal, steht ja drauf, war 0,3. Ja, also ein bisschen dicker sind sie als die, die ich schon habe, würde ich sagen. Aber nicht so hoch wie die von ja, die sind doch, die sind schon dicker. Aber nicht so hoch wie die von, leider nicht so hoch wie die von Stampin' Up. Also schon eher in die, aber egal, ich will ja auch nicht immer die aus Asien bestellen und das sind ja hier eine ganze Menge. Und ja, was die kosten, weiß ich nicht. Könnt ihr gerne auf die Seite mal gehen. Ich kriege das hier nicht bezahlt im Übrigen. Also ich habe keine Kooperation, leider, mit Kraft.de. Also irgendwie wollen die mich nicht. Aber was soll's, ist nicht schlimm. Ich habe schon so viel Zeug. Da war ja jetzt auch bei diesem Black Friday. Da sollte man ja auch die Black Box suchen. Ja, da habe ich schon ja nicht mitgemacht. Stellt euch mal vor, für 700 € Zeug. Ich habe schon so viel Zeug.
So, als nächstes habe ich mir dieses Behälterchen hier gekauft. Die Größe steht hier, seht ihr da? Und das ist für, ich habe ja relativ viel Nachfüller. Von Stampin' Up. Ja, Mist. Die passen schon nicht drin. Oder? Warte mal. Nee. Na, das ist ja doof. Oder so? Also, so passen sie drin. Also, eigentlich sind die aber, glaube ich, nicht für die Nachfüller, sondern eigentlich für Alkoholtinten. Ich sehe das gerade. Also, ich habe ja auch richtig teure Alkoholinks unverpackt, unaufgemacht. Mir gekauft, aber ich sehe gerade, ich hatte Alkoholinks von Action, die sind leer. Aber ich habe nichts in meiner Box. Das finde ich ja irre. Also das ist ja spooky. Die sind leer, ich habe die aber nicht benutzt. Also leer, die sind eingetrocknet. Das ist ja krass. Das heißt, diese Flasche ist nicht gasdicht. Das ist jetzt hier bei denen nicht so. Das finde ich ja ein Ding. Also falls ihr auch Alkoholtinten habt von Action, dann schaut mal nach. Meine haben jetzt so gelagert. Sind jetzt, also man sieht, hier ist irgendwas passiert. Na, das ist ja ein Ding. Also eigentlich sind die für diese Fläschchen auch, glaube ich, gedacht. Und ich habe auch noch die hier. Die hatte ich ja mal zuerst. Aber die sind auch noch voll. Aber hier ist ein bisschen was ausgelaufen. Ja, ich wollte das halt mal vernünftig hier in so einem... Hier steht ja auch für Alkoholinks. Aber eigentlich natürlich für die hier wahrscheinlich. Na, das ist ja ein Ding. Also die würden hier auch hinpassen. Aber ihr seht, die sind auch ein bisschen ausgelaufen. Also sollte man vielleicht nicht liegend lagern, wa? So, und die hier. Muss unbedingt mal wieder was machen mit Alkoholtinten. Aber seht ihr, deshalb muss man sein Wasserzimmer auch immer mal auf. Also die habe ich jetzt nicht gekauft, die hatte ich schon. Also für die sind die eigentlich, ne? Ihr seht, die von Stampin' Up sind ein bisschen zu groß, aber würden gehen. Und die günstigen von Amazon, die passen auch rein. Die passen hier perfekt drin von Tim Holtz. Und das Witzige ist, so, jetzt drehe ich das Ganze um. Hier hinten ist das gleiche nochmal. Also kann ich da jetzt ohne Ende reinmachen. So. Anderen sind ja beschriftet. Ja, ich hoffe, ihr habt Geduld und Zeit. Ich packe jetzt hier einfach mit euch aus. Machen andere auch so. Ich will da jetzt nicht immer... Jetzt ist ja auch... Also das Video wird ja so im Dezember kommen. Da sind ja auch alle so beschäftigt mit allen möglichen anderen. Ich ja auch. Und ja, deshalb überlege jetzt tatsächlich, ob ich nicht die... Also die von Action ist ja klar, die sind leer. Die schmeiße ich auf jeden Fall weg. Würde mich mal echt interessieren, ob ihr die auch habt von Action und ob die bei euch auch leer sind. Das ist ja echt der Knaller. Ich meine, hier, ihr seht, die, das sind die von Amazon, aber da ist wenigstens noch was drin. Also wahrscheinlich werde ich es jetzt so machen. Die von Amazon lasse ich hier in ihrem Kästchen drin. Und hier werde ich auf der Innerseite meine ganzen Stampin' Up Nachfüllerin machen. Und in der anderen Seite dann die Alkoholtinten. Und dann werde ich das Ding also schon so hinstellen. Muss ich dann hinstellen, ne? Weil vielleicht laufen die ja dann auch aus. Aber das Schöne ist, ihr seht das, also man hat dann zwei Seiten und kann dann eben auch sehen, welche Farbe das ist. Weil ich habe die hier neben mir in so einem Schubfach, also die Nachfüller. Und immer wenn ich mal einen suche, dann suche ich mir einen Wolf, ja. So, ich packe die mal schnell ein und dann machen wir... So, als nächstes habe ich jetzt hier, also wie gesagt, ihr habt gesehen, die Action-Farben da, die Alkoholinks sind bei mir tatsächlich ausgetrocknet, während die Markenware eben da genauso lange liegt und nicht ausgetrocknet ist. Und auch die von Amazon, also deshalb, wenn ihr nochmal Action-Alkoholinks seht bei Action, dann solltet ihr... die lieber nicht kaufen, weil, ne. Also das hier habe ich mal nur so zum Testen gekauft, aber hier der letzte, also alle sind schön fest, weil wie gesagt, für so Kleinkram, ich habe da schon, also ich habe ja die für meine Nylongarne, die sind ja von Teddy oder so, jetzt habe ich mich gefragt, ob die, ne, die gehen nicht,
Aber dafür habe ich es noch nicht bestellt, sondern einfach so für so für sowas hier. Ne? Ich habe ja die hier von Action. Aber die sind ja so, dass sie, glaube ich, jetzt, ja genau, ihr seht es hier. Die sind ja oben offen und für so eine Paillettengeschichten geht das zum Beispiel nicht. Für diese Fläschchen schon, aber für das Pailletten nicht. Und deshalb habe ich mir, also ich habe hier Pailletten, aber die, seht ihr ja, die würden hier dann, oder die rutschen, na, jetzt ist es passiert, war jetzt vielleicht nicht so clever, die rutschen ineinander und dafür habe ich mir die bestellt. Ich weiß jetzt noch, also ihr seht, für so was Größere kann man das gut nehmen, aber für Pailletten ist das halt ungeeignet. Und die hier sind, seht ihr ja, schön dicht. Ansonsten hatte ich noch, ich weiß ja nicht, wo die hier habt. Die hier, die sind natürlich auch toll. Wobei, wenn man dann arbeitet und dann ranmischt, also sieht schön aus, ne, keine Frage. Aber ist auch ein bisschen unpraktisch. Ich glaube, die habe ich auch von Teddy. Dann muss man diese aufschrauben. Ja, also ist auch schön. Aber sowas ist natürlich, wenn ich jetzt Schubladen dann habe. Also so wie die hier. Ich habe ja so einen Goldcontainer. Da passen die ja hinzu drin und dann kann ich das mal so ein bisschen ausprobieren. Also das müsste ich jetzt natürlich noch umfüllen. Ah, jetzt habe ich hier clevererweise das schön gemischt. Ja, wobei die sich natürlich schön übereinander in die Schublade stapeln, in diese schmale. Und die kann ich euch ja mal im Vergleich sagen. Die sind natürlich ein bisschen höher. Aber ich denke mal, die passen auch eigentlich übereinander. Die sind, also ich habe hier diesen Rollcontainer von Ikea, den haben ja ganz viele, also Rollcontainer, diesen, ich weiß ja nicht, wie der heißt. Ihr wisst, der mit den Schüben, die so schmal sind, so ein großer, breiter. Also das ist hier, stand ja eigentlich drauf, wa? Wollte gar nicht messen. Ach, Inch sind das, nee, da, 5,2, also 23, 5,2, 2,8 würde ich mal sagen. Und meine Schublade ist hoch. Warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Ja, echt? 7 cm? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und der ist hoch. 2,5. Naja, ich hoffe, euch gefällt das hier irgendwie. Wenn nicht, habt ihr eh schon abgeschaltet. Aber wie gesagt, ich dachte, also es wird jetzt sowieso so sein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Videos sende. Und wenn, dann würde ich eher so was vielleicht jetzt hier senden. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr da Lust drauf habt, mit mir aufzuräumen. Also beim Aufräumen ist jetzt gerade genau das passiert, was immer passiert ist. Da ist jetzt der Deckel weg. Kann mir das immer nicht erklären. Ich habe hier, wo die Kamera aus ist, meine Schublade aufgeräumt. Also wie gesagt, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da Interesse dran habt. So, dann habe ich mir dann mal das Klebeband zur Probe hier bestellt. Ich verwende ja selten Klebeband. Und wenn, dann kaufe ich eigentlich bei Kreativ Bunt. Aber da hatte ich jetzt nicht bestellt. Und wie gesagt, dachte ich, bestell das jetzt mal mit und teste das mal. Also man kann das auch abreißen. Und das klebt. Aber es stinkt. Stinkt wie Hulle. Irgendwie. Ja. Habe ich mir mal mitbestellt. Und dann habe ich mir bestellt Buchbinde Leim. Habe ich natürlich schon über Amazon bestellt, aber gut, ich habe das jetzt mal hier mitbestellt und wollte das eigentlich auch mal vergleichen. Können wir ja mal machen. Obwohl, nee, das ist jetzt blöd. Der andere ist ja schon offen, wenn ich den jetzt aufmache. Aber wartet mal, wenn man den aufschraubt. Ah ja, das können wir so machen. Dann können wir ja mal gucken, wie dick der ist. So vom, weil manchmal der Buchleim, den ich immer bestelle, der ist mir immer ein bisschen dick so. Versteht ihr, was ich meine? Der trocknet dann so schnell an und ich bin noch ja nicht so weit mit dem Buchbinden. Aber ich weiß, also viele von den Profis, die verdünnen dann. Aber der ist tatsächlich, also ich würde sagen, der ist ein bisschen, also den ich immer kaufe, den ich unten verlinkt habe, der ist ein bisschen dicker. Aber es könnte jetzt natürlich auch sein, dass er deswegen ein bisschen dicker ist, weil
weil er schon älter ist, also schon offen ist. Sorry. Ich habe hier mal mein Dings. So. Jo. Das war das. Und dann habe ich hier mal doppelseitiges Klebeband, wie gesagt, von Craftelier. Also meiner Meinung nach sehr gut. Riecht ein bisschen. Ich habe ja sowieso auch diese Breite von Craftelier. Das gibt es ja nur in dem Set mit den anderen Stärken. Aber da ich eigentlich nur, wenn dann so dünnet oder ganz breitet verwende, reicht mir das so. Ich hatte das mal vor Ewigkeiten bestellt, zwei Sets. Und habe mir das mit einer Abonnentin von euch, ich weiß ja nicht mehr, wer das war, schon so lange her, geteilt. Also wenn das mal wieder der Fall ist, dann werde ich das auf jeden Fall, würde ich das jederzeit wieder so machen. Ich finde es schade, dass sie die Breiten nicht extra verkaufen. So, dann habe ich mir noch bestellt nochmal Klebefläschchen. Weil ich habe ja immer die mit dem mit der Nadel drin, aber irgendwie das mit der Nadel geht ja auch dauernd ab. Wartet mal, also ich habe hier die hier, die habe ich, weiß ich gar nicht, ich glaube von, gibt es ja von diversen Herstellern. Und manchmal geht das hier oben so schnell ab, für meinen Geschmack. Und irgendwie ist es auch für diesen Kleber hier, der hier, den nehme ich ja auch, nehme entweder den oder eben Buchleim. Und für den Buchleim, so wie für das, ist es manchmal auch zu dünn da oben, die Spitze. Und ich dachte eigentlich, dass es dann vielleicht mit den Fläschchen hier besser geht. Naja, wie auch immer. Eine große, eine kleine. Ich denke mal, dass ich das mal mit so einer kleinen erstmal probiere. Und können wir ja gleich mal machen. Und dann mal gucken, weil das, ja. Das ist ja auch ein All-Purpose-Glue. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass das so schnell zugeht. Könnt ihr mir ja mal schreiben. So, machen wir das mal zu. Ich glaube, für euch wird das heute ziemlich langweilig. Aber wie gesagt, ich wollte auch mal mit euch zusammen so auspacken. Ja, das wirkt erstmal ganz gut. Dann gucke ich mal, wie das hier läuft mit diesem Nuppi. Ob das dann morgen auch noch so ist. Ja, so, das kommt darin, das ist Papier. Das habe ich noch. Ja, dieses Foam Tape, das ist schon vorgeschnitten. Fand ich auch mal ganz gut. Also sind ja im Prinzip, also ist ein Band. Aber, ja, kann man so in der Größe, seht ihr ja, steht ja auch drauf, wa? Welche Größe? Jo, 1,9 x 1,3. Also 1,9 x 1,3 und 2 mm dick. Das ist auch so meine Dicke. Viel dicker will ich es nicht haben und dünner auch nicht. Ist, würde ich sagen, so dick wie das von Action, aber wahrscheinlich klebt es etwas besser oder länger. Jo. Jo, finde ich schon mal gut. Erstmal, mal gucken. Naja, das ist jetzt so Medium, wa? Ah, ne. Ist doch wirklich wie ein Band. Das wusste ich jetzt nicht so genau. Gut, jetzt habe ich natürlich mit dem ersten da was hochgenommen. Also theoretisch könnte man sich dann so einen Ständer machen. Ne, man nimmt das einfach so ab. Ja, finde ich erstmal gut. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Kommt in meine Klebeschublade. Das ist Plastik, das ist Papier. Und dann habe ich mir noch das hier gekauft. Eigentlich will ich ja immer das Mint-Tape haben, was die Natascha Voth hat. Aber das gibt es ja irgendwie nicht bei uns. Genauso wie es bei uns nicht gibt. Sag schnell, diese, wenn das irgendeiner von euch zufällig zu viel hat, oder so, kann er sich gerne bei mir melden, kaufe ich ihm ab. Diese Press and Seal, das sind diese, das ist wie so Frischhaltefolie, die aber klebt. Die gibt es bei Amazon, aber die ist total teuer. Und ich weiß, dass es die in England oder irgendwo, also wahrscheinlich günstiger gibt. So, und jetzt dachte ich natürlich, habe ich wieder nur Bildchen angekickt, dass das hier so breit ist wie das Mint-Tape. Ist es aber nicht. Ist eigentlich nur ein Masking-Tape. Ja, ist schon ganz gut. Ich habe ja eigentlich immer das von Action, das lila, ne? Aber ich finde da, also
leider passiert mir das sehr oft, wenn ich vergesse, dass ich das hier, also, ne, an meinem Dings mache, dass es mir dann abgeht. Und das hier ist tatsächlich nicht so stark. Also deshalb. Und ja, ich glaube, wie gesagt, die Sachen von Crafelier, die sind ja auch unheimlich günstig, finde ich. Also gerade die Klebesachen, da ist Action nicht weit entfernt. Und wenn man, wie gesagt, da sowieso gerade bestellt, also so Verbrauchssachen, bestellt man ja meistens in diversen anderen Shops auch mit. Ich möchte mal wissen, wo der Klebedinke ist. Ja, also bis jetzt sehr zufrieden. Dann, was haben wir denn hier? Ein bisschen Werbung. Wir präsentieren unser, also Lineal habe ich ja, das habt ihr gerade gesehen, das habe ich aber nicht bestellt. Ich hatte noch überlegt, ob ich das hier bestelle, aber da muss ich erstmal gucken, wie mein Plan ist für mein Zimmer. Ich muss das Zimmer jetzt mal vermessen, so ein bisschen, und dann möchte ich das gerne wirklich, bei Ikea gibt es ja so Büroplaner oder Küchenplaner, dann will ich das mal erstmal versuchen, wirklich zu planen. Ja, hier werben sie. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder für ihre Eigenprodukte, die ich hier auch gerade zeige. Ganz kostenlose Werbung hier oder selbstbezahlt. Dann habe ich mir nochmal, ich habe ja diese Zange von Kraft, also nicht von Craftee, sondern von Via Memory Keepers. Weiß nicht, ob der ein oder andere die auch mitbestellt hat. Als ich das Album, so Babyalbum, habe ich da mal mitgemacht. Und seht ihr, das ist schon was für das Fach hier. Ich finde, wir haben ja alle so viele Kleinteile. Guck mal, die passen da auch drin. Ja, und das sind diese Disc, aber halt mal ein bisschen kleiner. Das sollte ich mal gucken. Ich habe ja diese großen Disc-Sachen. Also diese Zange ist ja so eine... warte mal, andersrum. Da legt man hier so an. Irgendwie. Also muss man sich natürlich ausmessen und dann... Ja, falscher Vorführeffekt. Also so, und dann legt man hier... einfach den Nuppi so rein und macht nochmal pressen, und dann hat man schon diese Diskbindung. Und ja, damit kann man ja super schnell Sachen zusammenfügen. Und ja, ich dachte eigentlich auch, aber ich glaube, das ist zu dünn. Ich habe ja diese Notizhefte, Blöcke, Sachen, das hier von... Also hat sich jetzt für mich nicht so bewährt von Create a Smile, aber ich habe es ja nun mal. Finde die ein bisschen dünn. Und auch wenn man so jetzt Sachen, also ich habe ja schon ein paar Sachen, jetzt zeigt ein paar Sachen auch ordentlich übertragen. Also mein Adventskalender zum Beispiel und so. Und ja, wie gesagt, aber das reißt ja auch irgendwie ab. Und da dachte ich, damit kann man auch so Notizsachen sich ganz gut binden. Ja, also wie gesagt, die Zange habe ich ja auch. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da dazu noch mal was sehen wollt. Da hatte ich ja schon mal ein Album gemacht. So, und dann... Na, passen aber nicht alle hier drin. Oder? Doch. Und dann habe ich noch mir die Magic Mat bestellt. Eigentlich dachte ich... Naja, habe ich wieder nicht richtig gelesen. Kennt ihr ja schon von mir. Dachte ich in A4... Und die ist aber jetzt A5, weil ich habe das bei der Christina gesehen oder überhaupt gesehen. Ist nur das Blatt. Ich dachte, die ist schon kaputt. Die ist ja magnetisch. Da wollte ich einfach gerne mal auch das für mich probieren. Ich habe mir ja zu Weihnachten, mal sehen, ob das was wird, die elektrische Big Shot bestellt. Nicht bestellt, gewünscht. Da kickt mal, das geht schon nicht. Also meine Nesting Dice, ist die überhaupt magnetisch? Warte mal, ich muss mal was... Na, ihr seht ja, von meiner alten Big Shot ist das halt sehr, sehr... Also ja, es ist magnetisch, aber ihr seht, sobald die Stanze schon ein bisschen verbogen ist, passiert halt, wenn man... ich habe ja eine große A4 Big Shot, also eine Plus... Und wenn das nicht so gerade ist, oh, stinkt auch wie Hulle, dann hält das, na doch, hält auch. Ja, das wollte ich gerne mal probieren. Ich können wir ja jetzt mal zusammen probieren, ob das auch hält und also hält, was das verspricht. Ich hol mal meine große Big Shot ins Bild. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Also ich habe jetzt die große A5 hier, die sieht man, naja, ich gehe mal ein bisschen höher. Dann seht ihr mein Chaos hier. Ich stelle mal das Wasser weg.
Und ich wollte jetzt, eigentlich wollte ich ja natürlich, ist klar, so eine große haben. Aber irgendwie, ich weiß ja nicht, ob es die gibt. Könnt ihr mir ja mal schreiben oder ich muss noch mal gucken. Und ja, die soll ja dann im Prinzip die untere Platte ersetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt dachte ich, naja, das kann ich ja auch auf so eine große legen, wenn ich das jetzt nun mal schon habe. Muss ich mal kicken. So. Naja, so mittel, wa? Ist so mittel. Gut, ich werde mir das mal zurechtschneiden, damit ich die Stanze. Also, ich bin jemand, ich gehe immer relativ, naja, widerlich mit meinen Sachen um, glaube ich. Ihr seht ja, wie meine Big Shot-Platte aussieht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die Christina hat das nach oben gelegt, aber eigentlich war ja Sinn der Sache, was geht denn immer am meisten kaputt, das unten. Und ich wollte das eben einfach für die untere Platte haben. Also, ihr seht auch, meine obere ist. Also die große Big Shot hatte am Anfang zumindest sehr viel Druck. Und hier seht ihr meine untere Platte. Ich stanze halt viel aus, das wisst ihr ja. Und ich wollte das eigentlich für den unteren Teil haben. Und ja, probieren wir mal. Ob das jetzt hier, ja, doch geht. Nochmal zurück. Also gut, aber jetzt bei die Magnetizität ist jetzt nicht so dolle natürlich, wenn meine Stanze so gebogen ist. Aber ja, ansonsten tut das hier sein Ding. Warum nicht, ne? Klebt ein bisschen sehr, aber hat einfach sehr gut ausgestanzt. Jetzt die falsche Seite. War Aquarellpapier von Action und ja, hier ist jetzt natürlich der Abdruck drauf. Aber ja, so ist es ja. Eigentlich immer, ne? Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Und wenn ich jetzt, eigentlich ist ja die magnetische dafür da, kann ja hier mal kleine Teile nehmen. Vielleicht kann ich dann so, ja, meine Cup doch mal von, bei Cup, habe ja mal bei Cookies bestellt, Cookies Kraft und Co. Bei über, also natürlich eigentlich bei SU, aber über Cookies Kraft und Co. Und die hat mir ja als Goodie Platten von der SU-Stanzmaschine mitgeschickt. Die sind ja auch nur A5, aber die kann ich ja vielleicht auch in die einlegen. So, das ist jetzt hier mal was Kleineres. Ja, hat auch sehr gut geklappt. Also bin ich echt begeistert. Weil ihr seht ja meine, ich habe oft nicht so gute Stanzergebnisse mehr, weil meine Platte ist ein. Naja, das sieht man jetzt hier ja nicht. Ich stelle das mal wieder rüber. Wartet mal, aber jetzt wollte ich nochmal gucken, ob das magnetisch ist. Ja, also das hält auch mit Papier. Naja, also nicht total, aber. Also ich hatte früher ja die A5 Big Shot mit einer Magnetplatte. Die Magnetplatte habe ich eben, also sowieso immer noch. Also der Teil ist ja bei der A5, den kriegt man ja in magnetisch. Und den habe ich auch noch, aber der passt natürlich nicht hier rein. Aber ich wollte es immer mal verkaufen, aber habe es dann wieder vergessen einzustellen. Wer da Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Ich habe eine magnetische A5 Big Shot Platte. Kann er gerne von mir abkaufen für wenig Geld, weil die schon ein bisschen kaputt ist. Und ja, aber ich bin gerade echt begeistert. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal gucken, wenn ich noch mal bei Kraft.de bestelle, ob nicht dann. Soweit doch noch in A5 dann, Quatsch, in A4 gibt, weil ich ja dann die große auch habe. Ja, aber toll ausgestanden. Also meine Stanzergebnisse mit der alten Platte, also jetzt stelle ich das wirklich mal rüber, wieder, sind halt nicht mehr so dolle, weil die eben, ihr seht das hier schon, hätte man Lineal daneben, was gerade ist. Wie Bogen die schon ist, trotz dass ich die immer drehe. Ich weiß, man kann die in den Ofen legen und so weiter. Aber ihr seht, die ist halt auch ordentlich zerkratzt und diese Kratzer sieht man ja immer auf der Rückseite. Und hier war das jetzt natürlich nicht so. Und ich bin mal gespannt, wenn ich mehr damit ausstanze. Ich werde das jetzt mal eine Weile machen und euch dann berichten, wie das dann ist, wenn ich die mehrfach benutze, diese Magic Matte. Ob man dann diese Kratzer, da entstehen ja auch Kratzer, habt ihr ja gesehen, oder Stanzspuren,
ob die dann auch noch zu sehen sind. So, wartet mal. Haben wir jetzt eigentlich alles? Ich würde sagen, ich habe noch zwei Sachen, die sind zwar nicht von Craftelier, aber die sind auch eher in die Richtung Zubehör. Und zwar habe ich mir von Artemio bestellt ein Falzbrett, weil sagt ihr, oh, du hast doch schon ein Falzbrett. Ja, habe ich. Und zwar das hier von Fessen Kreativ. Aber ich reg mich jedes Mal darüber auf, dass die hier so komische Falzlinien haben und keine Ahnung. Ne? Das Einzige, was wirklich praktisch ist, ist bei 10,5. Aber gut, dass ein Kartenmaß 10,5 gefalzt wird, das weiß ich auch so. Da brauche ich jetzt keine Markierung für. Wofür das hier ist, weiß ich nicht so genau. Hier hinten auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also das Schlimmste finde ich eigentlich, dass hier so ein paar engere sind. Ich meine, der eine oder andere findet das vielleicht gut, ich nicht. Das sind nämlich eigentlich Inchmaße. Da 15,24 sind, glaube ich, noch nach Adam Riese und mich erinnern zu können, sind das 6 Inch. Genau, wozu brauche ich das, wenn ich nicht in Inch falzen will? Dann habe ich ein Inch Falzbrett und das hat mich genervt. Also wie gesagt, das Falzbrett, falls jemand Interesse hat, können wir gerne in Verbindung treten. Hier ist auch eigentlich... weiß ich gar nicht, wo das hin ist. So ein Briefumschlag-Ding dazu. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, von Artemio bestellt. Ich bin total begeistert. Das hat auch dieses, also das hat den anderen natürlich auch. Ich bin erstmal total begeistert, weil es eben, ihr seht es ja, erstmal schöne, sichtbare, für mich auch gut sichtbare Millimeter-Einteilungen hat. Also selbst wenn ich mal dann Millimeter, jetzt ist das hier natürlich nicht gerade, falzen will. Mann, wo ist denn mein Deckel hin? Von meiner Flasche. Gut, mal sagen wir ihn mal wieder ein Stück tiefer. Also erstmal, das sieht man total schön. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen millimetermäßig daneben falzen möchte, neben, erstmal muss es ja gerade sein, neben dem, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt 10, also hier nochmal 2 mm eine Falz setzen, dann kann ich das hier schön anlegen. Also ich finde das jetzt erstmal, wird sich dann zeigen, sehr gut. Das andere war auch gut, wenn man jetzt nicht so viel macht wie ich. Aber ich finde das besser, weil das hat eine klare Einteilung, das hat nicht so eine krumme Maße. Weil das Problem war immer, dass das immer bei 15, und ich falze ja nun mal für euch auch häufig jetzt in Zentimeter und immer bei 15, war halt, also hier ist jetzt eben 15, und hier ist halt die 15, nicht die 15. Ihr seht es hier. Hier ist eine Falzlinie. Hier ist eine Falzlinie, aber nicht bei der 15. Ja? Was soll das, wenn ich mir ein Inch-Falzbrett kaufen möchte, kaufe ich mir eins. Und hier habe ich eben meine 15. Ja? Das war jetzt der Grund. Sind so Sachen, also man denkt immer, ach, die hat auch dieses Falzbrett, dann kaufe ich mir das. Habt ihr vielleicht auch gedacht, ja? Aber ich habe auch gelernt jetzt, ich habe jetzt das und ich bin von dieser Firma Artemio. Ich habe da noch andere Sachen, die zeige ich dann aber in dem anderen Haus. Eigentlich ganz begeistert. Ich habe mir dann noch zusätzlich von Artemio auch einen großen Hebelschneider gekauft. Ich habe ja, wartet mal, der ist A, schon uralt. Und B hat der hier eigentlich die Verlängerung dran. Und da hat mich immer genervt. Genau das gleiche. Also 15 geht ja noch. Aber 16, alles was über 15 ist, bis 16,5, muss ich immer raten. Ja. Also auch, ja. Und da an dem Bereich bin ich häufig. Und das hat mich einfach genervt. Außerdem habe ich mir den, glaube ich, also der ist schon uralt, sieht auch Ollo, seht ihr ja. Habe ich mir den auch, glaube ich, ein bisschen versaut, weil ich damit dicke Pappe geschnitten habe und der ist nicht mehr hundertprozentig. Also vor allen Dingen ist er auch durch diese Kippelei hier häufig nicht wirklich gerade. Und was ich auch mal zeigen möchte, also das ist ja auch so gebogen, das Falz, das Schneidedings, aber das hier ist von Hause aus irgendwie so gebogen. Und irgendwie weiß ich nicht warum, ob das jetzt wirklich daran liegt, weil er einfach nur neu ist. Aber das liegt hier drauf schon mal toll.
Und ich erkenne, also mein Problem ist ja auch bei diesen Tonic-Sachen, dass sie so dunkel sind und hier ist es, es hält sicherlich länger, weil es ja kein Druck ist, sondern eine Kerbung. Aber ich sehe das immer so schlecht. Ich bin ja schon eine alte Frau. Und ja, hier, das ist jetzt erstmal schön neu. Wahrscheinlich geht das ziemlich schnell ab. Aber werden wir dann sehen. Und natürlich, also ich will niemanden dazu überreden, das zu kaufen. Es reicht auch immer dieses Schneide- und Falzbrett von Action, wer jetzt nur Hobbybastler ist. Aber das hier, das ist gerade und das finde ich toll. Das ist einfach gerade. Ich kann jetzt hier auch, sagen wir mal, ich möchte jetzt wirklich mal nur 5 mm schneiden. Also so Streifen, wisst ihr? Da habe ich mir ja immer einen abgebrochen und das ist hier jetzt wirklich gerade. Also finde ich jedenfalls. Das hat hier oben 5 mm, hoffentlich. Und hier unten auch. Und deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden. Der ist halt teuer, ne? Der kostet 44 Euro. Der braucht auch Platz. Ihr seht, der ist wirklich 30,5 groß. Aber dadurch liegt es hier schön gerade. Und ich kann auch jetzt die beiden Sachen, also könnte ich jetzt mit einem anderen auch theoretisch so ein bisschen auch übereinander legen. Macht sich auch jetzt hier beim Video dann ganz gut. Ja, also das habe ich auch noch. Und bin da erstmal auf jeden Fall ziemlich happy mit. Den alten Schneider, den behalte ich auf jeden Fall. Damit werde ich in Zukunft weiterhin meine Pappen schneiden für meine Mini-Alben, die ich ja in letzter Zeit nicht mehr so häufig gebastelt habe, aber auch wieder, wird auch wieder kommen. Und ja, wie gesagt, dieses Falzbrett an sich finde ich einfach toll. Also abgesehen davon, dass es neu ist und hier auch so eine Stopper hat, finde ich auch sehr schön. Ach ne, hat hier auch. Also eigentlich ist es baugleich, ne? Wenn man das mal sieht, das kommt bestimmt aus der gleichen asiatischen Firma, wenn man sich das mal anguckt. Aber irgendwie, naja, ist auch schon ein bisschen schmuddelig, also das muss man mal ordentlich putzen. Aber wer daran Interesse hat, da finden wir sicherlich einen Preis, der uns beiden weiterhilft. Aber das ist irgendwie, irgendwie ist das wertiger, finde ich. Aber gut, wer weiß, wie lange es hält. Wir werden sehen. Hat mir auf jeden Fall jetzt gefallen. So, das letzte wird jetzt sein, da gab es ein Geschenk noch dabei. Und das ist so eine Schere hier, die werden wir nochmal ausprobieren. Ja, ansonsten schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich hatte noch überlegt, bei dem Schneider, bei der Schneidermaschine, also beim Hebelschneider, also der ist jetzt wirklich im Vergleich zu den Tim Holtz Dingern, also bei der hier, habe ich euch ja letztens noch erzählt, dass mich das hier nervt mit dem Anlegen und irgendwie habe ich das Gefühl, entweder ist meiner kaputt, aber der wackelt ja hier auch so. Das ist jetzt bei dem anderen nicht so. Aber der ist natürlich auch deutlich teurer. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt den kleinen habe hier so fürs Video und den großen für Präzisionsarbeiten, da bin ich schon mal happy. So, und was jetzt hier noch dabei war, war so ein Ding hier. Das ist jetzt meine Schneidematte. Die jetzt hin, du. Ja, also auf jeden Fall ist das hier eine Schere. Ich mach mal den Deckel wieder auf. Habe ich gesehen, also das war jetzt so ab einer bestimmten Bestellsumme dabei. Ihr habt ja gesehen, also habt ihr noch nicht alle gesehen. Naja, also ist halt so eine, also schneidet leidlich bis in die Spitzen. Aber mal um was abzuknipsen, ist das sicherlich nicht schlecht. Also Ecken schneidet sie gut ab. Gerade Schnitte, ja, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob ich mir sowas kaufen würde. Ist vielleicht nicht schlecht zum Mitnehmen. Und das Ding schneidet, wie gesagt, ich habe jetzt gerade meine Unterlage hier manchmal. Ich weiß doch, dass die hier war. Naja, ist egal. Ich mache das jetzt mal hier. Das soll auch schneiden. Da ist, das habe ich in den anderen Videos nie gesehen. Da gibt ja schon ein paar Leute, die ein paar Holz gemacht haben. Aber ich habe jetzt eine super neue Kamera. Da sieht man alle meine Falten, aber auch diese kleine Messer da vorne. Was man auch vielleicht, weiß ich gar nicht, irgendwie austauschen kann. Nee. So ist denn das hier, frage ich mich. Ja, und damit, das ist eigentlich so ein, so was wie ein Cutter, ne? Aber schneidet auch nicht.
nicht so tief, wenn man es ehrlich ist. Naja, und hier so ranschneidet das natürlich auch nicht. Ich sehe nicht, wozu das sein soll. Müsste mehr rauskommen. Dann wäre das gut. So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es unter den Tisch. Naja. Gut, dass ich unter dem Tisch war. Ich habe meinen Deckel wieder gefunden. Typisch, wa? So ist die Dörte. So, ihr Lieben. Das war's jetzt. Ich habe ja nichts mehr zum Basteln, aber ich lasse das jetzt mal so. Wie gesagt, jetzt im Moment sind die Videos ja. Ach so, das ist eigentlich nur hier zum Festmachen, wa? Ja, das macht ja auch einen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, eher so ein Wegwerfartikel, würde ich es mal so bezeichnen. Für unterwegs. Aber, ja, keine Ahnung. Dann nehme ich mir lieber eine richtige Schere mit. Jo, weiß ich nicht. Deswegen kriege ich wahrscheinlich auch keine Kooperationsanfrage von Kraft.de. Ich kann einfach nicht sagen, wenn was nicht so doll ist. Also, das würde ich mir nicht kaufen, aber es war jetzt dabei. Schauen wir mal, für was ich das nehme. Und vielleicht für irgendwelche Sachen, die so ein bisschen oll sind. Dass man da mal was abschneidet. Und ja, dann würde ich sagen, wartet erstmal. Wie gesagt, wenn du vielleicht ein Falzbrett brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Und irgendwas war noch, weiß ich nicht mehr, aber ist ja auch real. Ich hoffe jedenfalls, hat dir ein bisschen gefallen. Jetzt haben wir hier eine Weile gequaddelt. Und ja, diesmal haben wir keinen Bastel-Content, sorry. Aber so ist es halt mal, ne? Ich habe ihn auch beschäftigt und ja, jetzt ziehe ich auf die Couch. Ich bedanke mich für eure Geduld. Und vielleicht war das ein oder andere Interessante ja dabei. Wie gesagt, die Sachen gibt es ja so oder so bei Kraft.de, ob jetzt mit oder ohne Black Friday. Die haben immer wieder Angebote. Und ja, dann, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.